Moin Moin und herzlich willkommen in meiner Küche. Mein Name ist Joe Meckmeier. Ich bin der Rock'n'Roll-Veganer aus Ostfriesland. Da ich immer häufig gefragt werde, was es für, ich sag mal, für Alternativen gibt, zum Beispiel Aufstrichen, habe ich im Internet ein tolles Rezept gefunden. Und zwar, wie man halt eine rein pflanzliche Leberwurst macht. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Dazu benötige ich folgende Zutaten. Und zwar habe ich hier eine große Dose, das sind 400 Gramm Kidneybohnen. Ein bisschen Öl, das machen wir ja, geben wir in die Pfanne. Und die Kidneybohnen, die haben schon so ein bisschen den Geschmack von der Leberwurst. Also wer das nicht mag, der kann gleich aufhören, der braucht es gar nicht nachkochen, weil das schon sehr dem Original nahe kommt. So, dazu habe ich jetzt Sonnenblumenöl in die Pfanne gegeben. Und wenn das heiß genug ist, gebe ich die Kidneybohnen da rein. Und dann einfach die Zwiebeln, die kann man ruhig grob schneiden, weil wir die gleich noch in den Vitamix geben. Die gebe ich da auch einfach mit rein. Und schwenken wir das einmal durch. Und lassen das erstmal schmoren. Dann haben wir hier eine Knoblauchzehe ein bisschen. Die platzieren wir mit dem Messerrücken. Und schneiden die einfach schön in kleine Würfel. Da ein bisschen weggefallen. Und geben die einfach mit rein, dass die ein bisschen einfach mit dem Geschmack mit reinkommt. Wichtig ist, dass wir das mit Majoran, weil das immer so ein Gewürz ist, was in der Leberwurst drin ist. Was ich gerade mache, ist eine Todsünde. Gewürze niemals über dem Dampf reingeben, sonst werden die total trocken und bleiben drin, man kriegt sie nicht mehr raus. Böser Gin-Rum. Mache ich nie wieder, ich schwöre. Und jetzt gebe ich da einfach ein bisschen schwarzen Pfeffer zu. Und wie gesagt, ihr wisst ja, der Marius mag gern scharf, also ein bisschen mehr. Apropos mehr, ein bisschen mehr Salz. Da geben wir ein bisschen Meersalz rein. Ungefähr 4 Gramm. So ein knapper Teelöffel schwenken das. Und wenn ihr hier in der Küche stehen würdet, dann würdet ihr schon bemerken, dass die ganze Küche total nach Leberwurst bzw. nach Wurst riecht. Marius, der nickt, also kann er das auch teilen. Jetzt, die Masse, die gebe ich jetzt hier rein. Und da ruhig im heißen Zustand reinmachen. Wahrscheinlich wissen die meisten jetzt von euch, warum eure Gewürze im Schrank so kleben. Aber das passiert man ja im Stress manchmal auch, dass ich die dann einfach vergesse. Aber dann wisst ihr wenigstens, woran es liegt. So, jetzt habe ich hier alles reingegeben. Dann gebe ich einfach eine kleine, einen kleinen Stoß, Prise hätte ich fast gesagt, einen kleinen Schuss natürlich, Zitronensaft rein. Dann so einen Teelöffel Essig. Und dann habe ich hier Hafersahne, das sind ungefähr 100, 150 Milliliter. Da gebe ich erstmal so einen Teil rein. Und guck mal, welche Konsistenz ich damit erreiche. Ein Deckel drauf. Und ab geht's. Von der Masse hier aufs frische Brötchen geben. Und da hat man einfach eine schnelle Alternative. Man kann das natürlich noch anders abschmecken, wie ihr wollt, mit welchen Gewürzen oder Kräutern. Aber riecht schon echt gut. So. Das ist die vegane Leberwurst. Mein Name ist Jeroen Eckmeier und wir sehen uns beim nächsten Mal.